So, hier gibt es 1, 2, 3 Dinger. So, Rauschkraut und Boronswein, sprich mit Torfstecher Grober. Der wird in der Taverne rumgammeln. Es ist nur ein Schmotteintopf da. Das heißt, was kann ich für euch tun? Ja, ich bin auf der Suche nach Torfstecher Grober. Wisst ihr vielleicht, wo ich ihn finden kann? Nein, leider nicht. Der Grober ist in den letzten Tagen selten hier gewesen. Er ist wohl viel in der Gegend unterwegs. Irgendwas scheint er wieder mal auszuhängen. Es gibt hier ziemlich viel Gegend. Könnt ihr vielleicht etwas genauer werden? Also nach eurem letzten Besuch hat er sich nicht wieder ins Moor begeben. So viel kann ich euch sagen. Torfle hätte mir bestimmt davon erzählt, wenn er die Brücke passiert hätte. Sprecht doch mal mit Vigor. Der weiß vielleicht mehr. Danke, das werde ich tun. Da war neulich ein Mann hier, der unbedingt ins Moor wollte. Er meinte, er sei auf der Suche nach Feuerfliegen, wenn ihr mich fragt. Ein klarer Fall für die Noinoniten. Was ich eigentlich sagen wollte, falls ihr ins Moor geht, haltet doch bitte nach ihm Ausschau. Er ist bis jetzt noch nicht wieder zurück. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Ihr wisst ja selbst, wie gefährlich es da draußen ist. Ihr werdet die Augen offen halten. Ja, einen schönen Abend noch. Also, Vigor. Hallo, lange nicht gesehen. Was gibt's? Ich bin nur auf der Suche nach eurem Freund Grober. Ihr könnt mir bestimmt sagen, wo ich ihn finde. Ich habe keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Menschenkenntnis. Vielleicht hat... Macht euch ein humpenfrisches Pferdocker mitteilsam. Euer Freund Grober steckt in großen Schwierigkeiten. Wenn ihr mich nicht verratet, wo er steckt, wird das böse für euch ausgehen. Nehmen wir mal Menschenkenntnis. Ein humpenfrisches Pferdocker nehme ich gerne. Aber davon weiß ich auch nicht, wo sich Grober aufhält. Okay, überreden. Euer Kumpel. Nun ja. So gut bin ich mit Grober nun auch wieder nicht befreundet. Als dass ich seinetwegen Ärger riskieren würde. Kennt ihr die Höhle unterhalb des Boron-Tempels? Er hat mir erzählt, dass er sich dort mit jemandem treffen will. Wisst ihr mit wem? Nein, das hat er mir nicht gesagt. Danke, dann gehe ich wieder. Jetzt ist noch ein Schmandeintopf da. Okay. Reden wir noch mit der Boronsgeweihten und dann gehen wir unter die... Unter dem Boronstempel. Rauschkraut und Boronswein. Leider habe ich Grober nicht in der Taverne Schlammiger Stiefel angetroffen. Der Wirt hat mir geraten, mit seinem Freund Vigor zu sprechen. Möglicherweise weiß Vigor, wo sich Grober aufhält. Ich habe mit Vigor gesprochen und konnte herausfinden, dass sich Grober in der Höhle unterhalb des Boronstempels aufhält. Grober soll angeblich in der alten Höhle unterhalb des Boronstempels aufhalten. Er will sich dort anscheinend mit jemandem treffen. Ich bin gespannt, wer dieser jemand ist. Die Boronsgeweihte ist jetzt auch wieder weg. Ah, Morlin. Ach, ihr seid's bloß. Ich habe keine Zeit. Ich muss Wache schieben. Das mag sein, aber ihr werdet sicher keine Probleme haben, mir ein paar Fragen zu beantworten. Auf bald. Okay. Also, der beantwortet nichts Neues. Die Boronsgeweihte ist auch gerade nicht da. Ach ja, und wir haben ja noch eine Quest, einen Kerl hier zu suchen. Verirrt im Moor, Wirt Schotterbier aus dem schlammigen Stiefel hat mir von einem Reisenden erzählt, der ins Moor aufgebrochen ist, um nach Feuerfliegen zu suchen. Allerdings ist er bisher nicht zurückgekehrt. Ich habe dem Wirt versprochen, nach dem Vermissten Ausschau zu halten, da ich ohnehin ins Moor will. Will ich ins Moor?
Da ist die Bohrengeweihte. Und seht zu, dass ihr den Wein endlich bekommt, Krobber. Rauschkraut und Boronswein. Geht zur Höhle. Krobbers geheimnisvolle Verabredung erpunkte sich als die Bohrengeweihte Morlinde. Als ich an der Höhle ankam, konnte ich gerade noch sehen, wie Krobo mit einem Ruderboot im Moor verschwand. Außerdem fand ich dort die bohrensgeweihte Morlinde. Anscheinend hat sich Krobo dort mit ihr getroffen. Ich konnte hören, wie Morlinde Wein, vermutlich Bohrenswein, erwähnte. Ich sollte mit ihr reden. Vielleicht weiß sie, wohin Krobo verschwunden ist. Lesen wir nochmal. Für Moorbrück, Rauschkraut und Bohrenswein. Bohren zum Große. Welch Überraschung, euch hier zu treffen. Die Überraschung ist ganz auf meiner Seite. Ich hätte nicht gedacht, dass sich bei Kobas Verabredung um euch handelt. Ich hatte noch etwas wegen einer Bestattung mit ihm zu bereden. Und deswegen trefft ihr euch hier unten mit ihm. Ging es nicht eher um eine Lieferung Wein? Bohrenswein, um genau zu sein? Woher wisst ihr? Bei der Aushebung eines Rauschkrautschmugglerrings in Ferdok ist mir ein Schriftstück in die Hände gefallen, in dem Koba als Abnehmer von Rauschkraut und Bohrenswein erwähnt wird. Eure Vorlieben sind mir allerdings gleichgültig. Mich interessiert nur, wohin Koba verschwunden ist. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er wollte zum alten Travia-Tempel. Er schien es sehr eilig zu haben, dorthin zu kommen. Da hatte sich doch auch der Nekromant niedergelassen. Es gibt nicht zufällig wieder eine Untotenplage in Moorbrück. Bei Boron. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich werde mich jetzt aufmachen und mich am Tempel umsehen. An eurer Stelle würde ich nicht länger auf die Lieferung warten. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass sie nicht mehr kommen wird. Okay. Sprich mit Morlinde. Bei Krobos Treffen mit Morlinde ging es tatsächlich um Bohrungswein. Außerdem teilte sie mir mit, dass Krobos zum alten Travia-Tempel wollte. Angeblich will Krobos zum alten Travia-Tempel, um sich dort mit jemandem zu treffen. Da sollte ich mich dort einmal umsehen. Ja, der Travia-Tempel ist da oben. Ich könnte direkt hinreisen. Allerdings werde ich den Weg gehen und mich hier mal umsehen, ob ich den Vermissten finde unterwegs. Weil der könnte weiß Gott wo sein in diesem ollen Sumpf. Kann natürlich auch die Brücken wachen. Boron, endlich keine Untoten mehr. Und bitte, bitte auch keine anderen fiesen Kreaturen. Nun wollen wir mal schauen, wer unser nächster Büttel wird. Auf jeden Fall sollte es jemand sein, der sich besser mit Morlinde versteht. Na, ich hätte eine Frage. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ja, darüber kann ich ihm berichten. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Mehr kann ich ihm auch nicht sagen. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ja. Ich habe mich nur mal schnell durchgeklickt, weil das meiste kennen wir ja bereits. Da auf der Schädelinsel, die... eine Riesenkrabbe krebst hier wieder mal rum. Aber die sollte mittlerweile auch nicht mehr wirklich was können, falls sie uns angreift. Überlegen wir mal kurz. Feuerfliegen gab es doch eigentlich auf der Bauminsel oben. Riesenkrabbe, Riesenkrabbe. Okay, hier sind Feuerfliegen.
Wir sind ja ein Treublatt. Schön, okay, der lebt noch. Die Feuerfliegen haben ihn ja ganz schön zerstochen, aber immerhin lebt er noch. Untersuchen wir ihn mal. Vielleicht können wir ihm helfen. Eindeutig eine Überdosis Feuerfliegengift. Lasst uns mal nachsehen, was wir zum Heilen von Vergiftungen dabei haben. Heilkunde Gift Gendendala. Was ist passiert? Sieht aus wie ein Alchemist. Scheint so, als ob die Feuerfliegen euch etwas drauf gestochen haben. Ich fand euch hier besinnungslos unter dem Nest liegen. Oh, ich erinnere mich. Die Feuerfliegen. Dann habe ich euch wohl mein Leben zu verdanken. Nicht der Rede wert. Ihr habt Glück gehabt, dass ich gerade vorbeikam. Was habt ihr hier eigentlich gemacht? Das ist schnell erklärt. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Wir sind Dian Treublatt, Alchemist aus Albenhus. Ich benötige dringend etwas Feuerfliegenhonig als Zutat für meine Elixiere. Und dazu musstet ihr extra nach Moorburg kommen. Feuerfliegenhonig ist ja bestimmt nichts Alltägliches, aber daran ist doch sicherlich leichter zu kommen. Da habt ihr wohl recht. Ihr müsst wissen, dass der Honig, den die Feuerfliegen in Moorburg erzeugen, aufgrund der Beschaffenheit dieses Ortes latente magische Eigenschaften besitzt, die normaler Feuerfliegenhonig nicht hat. Leider ist mein Vorrat vorzeitig zu Ende gegangen. Ein kleines Missgeschick während eines Experiments, müsst ihr wissen. Da es noch einige Wochen gedauert hätte, bis mein Lieferant wieder nach Albenhus kommt, habe ich mich selbst auf den Weg gemacht. Anscheinend habe ich die Gefahr unterschätzt. Aber dank euch ist dir alles nochmal gut gegangen. Meinen Honig habt ihr also schon bekommen? Ja. Ich konnte noch eine kleine Portion abfüllen, bevor die Wirkung des Gifts mich niedergestreckt hat. Anscheinend ist auch die Wirkung des Gifts hier in Moorbrück stärker als sonst üblich. Interessant. Wirklich interessant. Also, noch einmal vielen Dank für die Rettung. Und wenn ihr mal nach Albenhus kommen solltet, schaut doch mal in meinem Laboratorium vorbei. Ich bin sicher, dass ich dort das eine oder andere nützliche Elixier für euch habe. Lebt wohl. Lebt wohl und halt euch die nächsten Feuerfliegen fern. Okay. Dieses Rauschkraut-Ding ist so groß. Okay. Verirrt im Moor. Ich habe den vermissten Reisenden gefunden. Er wurde vom Feuerfliegen vergiftet. Den Götter seinen Dank, dass ich noch rechtzeitig gekommen bin, um ihn zu retten. Ja, und Giftzähne will ich nicht noch mehr haben. So, das heißt, wir können eigentlich... Malonions Grab nehmen? Ja. Das fällt mir auch gerade auf, da haben wir auch noch nie reingeguckt. Einäugiger, okay, beschwört Skelette. Beziehungsweise ein paar Untote. Gwendala lockt mal den nächsten an. Aufgepasst. Oh, ein Fussel. Candidos.